Wir haben uns am Anfang mit den Eigenschaften von Vektoren auseinandergesetzt und das letzte Mal begonnen, uns darüber zu unterhalten, wie man Vektoren konkret darstellen kann, dadurch, dass man sie in Beziehung setzt zu einer Vektorbasis. Basisvektoren also, die man im jeweiligen Raum, wie viele Dimensionen er auch hat, dann verwenden kann. Die spannen dann praktisch den Raum auf. Das kann ein zweidimensionaler oder ein dreidimensionaler oder beliebig vieldimensionaler Raum sein, um den es da geht. Und diese Basisvektoren brauchen den Raum nur aufspannen. Das heißt, sie müssen linear unabhängig sein. Wenn alle in eine Richtung zeigen, spannen sie ja den Raum nicht auf. Aber ansonsten wollen wir gar keine Einschränkungen machen. Das heißt, diese Basisvektoren brauchen nicht aufeinander senkrecht zu stehen im Allgemeinen. Es schadet nicht, wenn sie es tun, aber es muss nicht sein. Und sie brauchen auch nicht alle die Länge 1 haben. Beides hat man so bisher immer so als allgemein vorausgesetzt. Die müssen alle die Länge 1 haben, müssen alle aufeinander senkrecht sein. Dann hat man so ein kartesisches Koordinatensystem. Das wollen wir jetzt bewusst allgemeiner fassen, weil das in weiterer Folge sich als nützlich erweist, wenn man bei Anwendung auf spezielle Anwendungsfälle etwas mehr Flexibilität hat und nicht in dieses Korsett gezwängt ist, immer nur diese eine Art von Basisvektorsystem zu betrachten. Also, was wir generell jetzt machen, um einen Vektor zu beschreiben, ist, wir verwenden Basisvektoren, ein Basisvektor G1-Pfeil und einen Basisvektor G2-Pfeil etwa. Der Index steht unten und wir nennen das kovariante Basisvektoren und ich habe Ihnen noch nicht erklärt, warum. Das ist ein Puzzlestein, wo noch weitere Puzzlesteine dazukommen, bevor das dann für Sie verständlich wird. Und wenn man dann also einen Vektor damit beschreiben will, dann kann man das so tun, wenn das zum Beispiel dieser Vektor ist, ein Vektor A-Pfeil, dann ist das also ein gewisses Vielfaches von G1-Pfeil. Das ist dann A1-G1-Pfeil plus ein gewisses Vielfaches von A2-G2-Pfeil. Und die Summe der beiden ist dann dieser Vektor A. Und wir können den Vektor dann schreiben A in der Form A1-G1-Pfeil plus A2-G2-Pfeil. Und damit man nicht so viel schreiben muss, schreiben wir AI-GI-Pfeil und sagen dazu, wenn in einem Produkt zweier indizierter Größen ein oberer und ein unterer Index gleich sind, dann bedeutet das Summation von 1 bis zur Dimensionszahl. Sehr elegant. Einsteinsche Summationskonvention, ob es wirklich auf Einstein zurückgeht, weiß ich nicht, aber jedenfalls Leute, die viel mit so Indizes zu tun haben, ärgern sich dann, dass sie ständig das Summenzeichen hinschreiben müssen, lässt man dann einfach weg. Also A1G1-Pfeil plus A2G2-Pfeil und das geht auch für beliebige andere Dimensionen. So eine Vektorbasis führt man sich dann jeweils ein und behält sie dann auch bei. Es sei denn, es gibt dann einen Grund, auf eine andere zu wechseln. Wenn das der Fall ist, macht man eine Transformation und über das werden wir noch näher sprechen. Das ist sogar ein sehr zentraler Punkt. Aber vorläufig noch nicht. Und wenn man die einmal so festgelegt hat, diese Vektorbasis, da können wir also in Bezug auf diese vorgegebene allgemeine Vektorbasis jeden beliebigen Vektor,
durch seine jetzt einmal kontravarianten Komponenten eindeutig beschreiben. Das ist natürlich praktisch. Dann brauchen Sie also zwei so Zahlen und dann wissen Sie alles, was Sie brauchen über diesen Vektor im zweidimensionalen Raum. Und da haben wir dann zum Schluss letztes Mal vor zwei Wochen uns noch angesehen, wie das ist, wenn man zwei Vektoren addiert, stellt sich heraus, was Sie eh schon kennen, dass das dem entspricht, dass man alle entsprechenden Komponenten addiert, um auf die Komponenten des Summenvektors zu kommen. Und wenn man einen Vektor A-Pfeil mit einem gewissen Skalar Lambda multipliziert, hat man den Lambda-fachen Vektor, der zeigt ja dann auch in dieselbe Richtung, ist nur entsprechend länger, und dessen Komponenten lassen sich wieder ganz einfach berechnen. Das ist einfach Lambda A1, Lambda A2 bis Lambda AN, kennen Sie auch schon. Also sollte man glauben, es ist eh alles dasselbe. Aber es ist nicht mehr dasselbe und da möchte ich jetzt eben fortsetzen. Wenn man das berühmte Skalarprodukt A mal B ausrechnet, da kennt man aus der Schule, das ist A1B1 plus A2B2 plus A3B3. Wenn man das aber allgemein aufschreibt, mit Verwendung dieser Darstellung hier, dann kommt man drauf, dass es nicht ganz so einfach ist, sondern da kommt ein Tensor ins Spiel, den ich aber nur so genannt habe. Ich habe noch nicht erklärt, was mein Tensor versteht, aber das liefere ich nach. Das ist bewusst so gemacht. Bitte um Verständnis, um eine Entschuldigung, dass das so ein bisschen so kreuz und quer geht. Aber Sie werden schon sehen, letzten Endes, und das passiert dann eh relativ bald, kriegt das alles ein gemeinsames Bild. Und bevor ich den jetzt anders bezeichne und dann sage, aber jetzt braucht's nicht mehr so bezeichnet, könnt's ihn anders bezeichnen, nenne ich ihn gleich Metriktensor. Das lässt sich also darstellen als GIJ AI BJ. Das ist natürlich sehr formal und kommt Ihnen also spanisch vor vielleicht, aber das Ganze ist weit weniger spanisch, wenn man dazu sagt, was dieses GIJ ist. Das ist das Skalarprodukt des Iten mit dem jeden Basisvektor. Und das ist schon wieder nicht mehr so kompliziert. Denn wie man sich ein Skalarprodukt grundsätzlich ausrechnet, kennen Sie ja. Das ist die Länge des einen, mal die Länge des zweiten Vektors, mal dem Cosinus von den beiden eingeschlossenen Winkel. Das hatten wir ja auch schon. Deswegen habe ich das alles vorher gemacht, weil das brauchen wir jetzt alles wieder. Also wenn man so eine Vektorbasis vorgibt, so ganz allgemein, irgendwie schiefwinkelig, G1, G2, G3, dann können Sie natürlich diese Skalarprodukte alle ausrechnen. Und die sind, was sie sind, und die bleiben so, solange sie auf dieser Basis weiter bleiben, wenn Sie die weiter verwenden. Das heißt, dieser Metriktensor GIJ, der charakterisiert Ihnen die jeweils verwendete Vektorbasis. Und wenn man also den kennt, dann kann man sich das Skalarprodukt der beiden Vektoren A und B ausrechnen. Es ist nur ein bisschen umständlicher als das, was man also so aus der Schule kennt, weil das ist eine Doppelsumme über I und J. Und das fängt also an mit G1, 1, A1, B1 und dann kommt G1, 2, A1, B2 und G1, 3, A1, B3 und so weiter und so weiter und so weiter bis G3, 3, A3, B3. Sind das im dreidimensionalen 3 mal 3, also 9 Summanden. Das ist ein bisschen mühsamer natürlich. Aber man wird dann meistens schauen, ob man die Vektorbasis nicht zumindest in irgendeiner Weise etwas spezifizieren kann, sodass ein paar von diesen insgesamt 9 Komponenten des Metriktensors wieder zu Null werden und man dann einfacher rechnen kann. Was Sie sich aber bitte wirklich für den Rest Ihres zumindest wissenschaftlichen Lebens merken sollten, und meistens ist das wissenschaftliche Leben so lang wie das ganze Leben, also wenn man sich dem einmal verschrieben hat, dann ist es so, ist diese Beziehung, dass nämlich die Komponenten des Metriktensors, das kann man sich als eine Matrix vorstellen, G1, 1, G1, 2, G1, 3, G2, 1, G2, 2, G2, 3 und so weiter. Ich tue immer dreidimensional, während das denkt man immer nicht, aber es geht alles auch n-dimensional. Dass diese Komponenten des Metriktensors einfach die Skalarprodukte der entsprechenden Basisvektoren sind. Ist also überhaupt nichts Mysteriöses dran. Einfach die Skalarprodukte untereinander aller der gewählten
Basisvektoren. Und irgendwelche Basisvektoren braucht man immer, denn ansonsten kann man ja einen Vektor A eben nicht in Bezug auf eine solche Vektorbasis darstellen. Und es zeigt sich, dass es also äußerst praktisch ist, wenn man das machen kann. Also so weit sind wir das letzte Mal gekommen zur Darstellung des Skalarproduktes. Und jetzt wollen wir das einmal gleich verwenden. Und Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten schon über die Länge von eines Vektors gesprochen. Das machten wir als Illustration der allgemeinen Formel für den Inhalt eines P-Parallelotops. Haben wir schon gehabt. Und wenn man das P gleich 1 setzt, dann ist das der Inhalt eines 1-Parallelotops. Das ist natürlich sehr hochgegriffen, wenn man das so sagt. Die Länge eines Vektors. Und diese Länge eines Vektors haben wir also mit Betrag von A-Pfeil aufgeschrieben. Und da haben wir heute herausgefunden, aufgrund der einfachen Formel, dass das die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst ist. Naja, und nachdem wir jetzt das Skalarprodukt da so elegant mit Hilfe des Metriktensors aufschreiben können, können wir also eben auch schreiben, der Betrag eines Vektors ist die Wurzel aus Gij Ai Aj. Sie werden sich natürlich wundern, wieso steht da einmal AI und einmal AJ. Na, es ist einfach so, dass man halt nicht zwei verschiedene Vektoren miteinander skalar multipliziert. Wo steht denn geschrieben, dass man den Vektor nicht auch mit sich selbst skalar multiplizieren kann? Nicht? Und da kommt dann eben heraus, dass die Wurzel des Skalarproduktes des Vektors mit sich selbst, also Wurzel aus A-Pfeil-Quadrat praktisch, eben der Betrag von A-Pfeil ist. Naja, und das lässt sich also so darstellen. Wenn ich Sie also zum Beispiel fragen würde, und das kommt vielleicht einmal vor in der nächsten Zeit, dass wie man die Länge eines Vektors ausrechnet, von dem man die Kontravariantenkomponenten kennt, dann einfach so, dass man eben die Wurzel aus Gij, Ai, Aj bestimmt. Und das sollten Sie sich jetzt vor Ihrem geistigen Auge erstehen lassen, was da eigentlich steht. G1, 1, A1, 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 A1 ist A1-Quadrat. Aber dann plus G1, 2, A1, A2, plus G1, 3, A1, A3, plus G2, 1, A2, A1 und so weiter, bis G3, 3, A3, A3 und A3, A3 ist natürlich A3 zum Quadrat. Diese Komponenten sind ja einfach Zahlen. Nur sind halt die Indizes manchmal oben und manchmal unten und das fügt sich erst zu einem schönen Gerüst zusammen, wenn Sie mir noch 1-2 Stunden Zeit geben. Also jedenfalls so lässt sich die Länge eines Vektors ausrechnen, damit man also bei einem Vektor seine Länge ausrechnen kann, wenn man seine Komponenten kennt, benötigt man den Metriktensor. Metrik kommt von messen, wenn man also die Länge eines Vektors bestimmen, also messen können möchte, braucht man den Messtensor, den Metriktensor, daher die Bezeichnung Metriktensor. Es wird dadurch ganz formal in dem Zusammenhang eben dann die Länge bestimmt. Also das ist die Bedeutung, warum es Metriktensor heißt. Jetzt schauen wir uns gleich in dem Zusammenhang noch einmal genauer die Basisvektoren an. Und zwar insbesondere, damit wir lernen, was man aus dieser Matrix der Komponenten des Metriktensors G1, 1 bis G3, 3, was man aus der gleich ablesen kann, wollen wir einmal die Länge eines Basisvektors ausrechnen. Naja, das ist ja sehr einfach. Schreiben wir einmal auf, die Länge des kovarianten Basisvektors G1-Pfeil. Ja?
das ist, so wie gehabt, die Wurzel des Skalarprodukts des Vektors mit sich. Wurzel aus G1-Pfeil, Skalar mit G1-Pfeil. Ja, aber, schauen Sie, da spuckt schon wieder der Metriktensor hinein. Die Komponenten des Metriktensors sind ja die Skalarprodukte aller Basisvektoren. Das heißt, das hier ist G1,1. Das heißt, das ist einfach G1,1. Also die 1,1-Komponente des Metriktensors ist auch, ja, und zwar die Wurzel, ist auch das Quadrat der Länge des ersten Basisvektors. Oder die Länge ist die Wurzel aus diesem G1,1. Und dasselbe geht auch mit G2 und mit G3 und mit beliebigen. Das heißt, man kann allgemein schreiben, die Länge des Basisvektors GI-Pfeil, das ist ja eine nützliche Frage und eine sinnvolle Information zu wissen, wie lang sind denn meine Basisvektoren nun eigentlich, wenn ich schon weiß, sie müssen ja nicht alle die Länge 1 haben, möchte ja zumindest wissen, woran ich bin, also woher nehme ich das, indem ich eben sage, das ist die Wurzel aus GII. Jetzt ist das mit dem II so eine Geschichte. Weil wir haben doch schon jetzt gerade gesagt, wann da in einer solchen Beziehung, wo steht es denn jetzt? Wo haben wir es da? Ein Index doppelt vorkommt, wird über ihn summiert von 1 zur Dimensionszahl. Jetzt habe ich auch dazu gesagt, nur wenn er oben und unten vorkommt, aber dann glaubt man vielleicht, das gehört doch nicht. Und da glaubt man, da steht jetzt G1,1 plus G2,2 plus G3,3. Stimmt aber offenbar nicht, weil das 1 geht nur Wurzel aus G1,1 und wenn dann 2 stünde, hätte man Wurzel aus G2,2. Und um da jedes Missverständnis zu vermeiden, setzt man das dann so quasi zur Entschärfung noch in Klammern. Denn damit ist sichergestellt, dass da nicht drüber summiert werden soll. Obwohl das an sich eh selbstverständlich ist, in dem Fall, weil da links steht das als ein frei wählbarer Index und rechts soll über ihn summiert werden, das kann so eigentlich eh nicht sein. Aber zur Sicherheit klammern wir hier diese zwei gleichen Indizes ein, um sicherzugehen, dass darüber nicht summiert wird. Also Sie sehen, und das ist schon was Sie sich auch gleich merken können, wenn Sie so vor Ihrem geistigen Auge diese Matrix aller Komponenten des Metriktensors von G1,1 bis G3,3 anschauen, dann hat diese Matrix eine Hauptdiagonale. Die geht so von links oben nach rechts unten. Und da stehen alle die Komponenten drinnen mit gleichen Indizes. G1,1, G2,2, G3,3. Und ansonsten haben es G1,1, G1,2, G1,3, G2,1, G2,2, G2,3, G3,1, G3,2, G3,3. Ich glaube, das können Sie sich ja vorstellen, ohne dass ich Ihnen das an die Tafel schreibe. Also, diese Hauptdiagonalelemente des Metriktensors, die beinhalten schon eine sehr wichtige Information, und zwar, sie sind die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Wenn Sie sich den Metriktensor anschauen, schauen Sie einmal sofort auf die Hauptdiagonale, und Sie brauchen nur die Wurzel ziehen aus diesen Hauptdiagonalelementen, und Sie haben schon die Längen der drei Basisvektoren. Natürlich die Winkel untereinander von diesen Basisvektoren. Die Information steht wieder in den Nicht-Hauptdiagonalelementen drinnen. Na, das werden wir dann jetzt gleich noch näher an einem Beispiel sehen. Aber ganz allgemein und immer, das geht auch bis zur allgemeinen Relativitätsmechanik, wo dort auch ein Metriktensor vorkommt, ein vierdimensionaler halt, kann man sich nicht so gut vorstellen, aber mein Gott. Und dort ist das aber an sich die genau gleiche Sache. Nur sind halt die Dinge dann nicht mehr so unmittelbar anschaulich, aber das ist eben diese großartige Power dieses Formalismus, den ich Ihnen da jetzt so schrittweise vorstelle, so quasi am Anfang für Fußgänger, aber Sie werden dann bald zu Radfahren werden und werden also dann immer mehr von der Sache dann wissen und Sie werden schon sehen, das ist gar nicht so eine schwierige Geschichte. Dieser Formalismus lässt sich dann ohne Änderung der Beziehungen
auf beliebige Dimensionen aufblasen. Und daher ist ja diese geniale Idee vom Einstein gewesen, dass er das hernimmt, was man in der Riemannschen Geometrie zu seiner Zeit schon kannte. Nur Physiker haben sie damit noch nicht auseinandergesetzt seinerzeit. Nach dem Einstein dann schon. Hernehmen und kann das also auch auf mehr als drei Dimensionen anwenden. Und das ist natürlich wirklich eine super Sache. Aber glauben Sie nicht, dass das nur für Anwendungen der allgemeinen Relativitätstheorie sinnvoll ist. Ich kann Ihnen erzählen, ich bin gerade dabei, mit Kollegen eine Publikation vorzubereiten, wo es über die Netzbarkeit von kugelförmigen Objekten geht, also Nanopartikeln und wie die benetzt werden können. Und da zeigt sich, dass da die Kontaktlinie zwischen der Flüssigkeit und diesem Teilchen eine Rolle spielt und die Krümmung dieser Kontaktlinie ganz wichtig ist. Und da man sich das ordentlich ausrechnen will, braucht man also die Mittel der Tensorrechnung. Also die ist schon sehr vielfältig anwendbar, nur machen viele Leute einen Bogen rundherum, weil sie sich mit diesen Indizes nicht auskennen. Na, dieses Problem werden Sie in Kürze nicht mehr haben. Und damit steht Ihnen also eine große Anzahl von Anwendungen offen, die man ansonsten eher nicht so besonders gern hat. Naja, also das ist die Geschichte mit den Hauptdiagonalelementen des Metriktensors. Und dann gibt es noch was anderes. Sie erinnern sich doch, wir haben nicht nur die Länge eines Vektors angeschaut bei dieser allgemeinen Definition des Inhaltes eines P-Parallelotops, sondern wir haben auch eben das ganze allgemeine P-Parallelotop hergenommen. Und so können wir uns auch jetzt das Parallelotop aus dem GI-Pfeil anschauen. Also das war die Länge eines Basisvektors, das ist das Parallelotop aus allen GI-Pfeilen. G1-Pfeil, G2-Pfeil, G3-Pfeil, die bilden so ein Parallelepiped. Und wenn es mehr als drei sind, ist es halt ein Parallelotop, das man sich halt nicht vorstellen kann, aber es ist ein Parallelotop. Und dieser Inhalt des Parallelotops, den nennen wir halt Vn, weil wir gehen davon aus, es ist ein n-dimensionales Parallelotop. Und da haben wir ja gehabt, das ist die Wurzel aus dem Betrag der Determinante aus allen Skalarprodukten der Vektoren, die dieses Parallelotop aufspannen. Na, so sind es alle Skalarprodukte unter diesem GI-Pfeil. Die spannen ja dieses Parallelotop auf. Also steht da drinnen GI-Pfeil, Skalar mit GJ-Pfeil. Aber das ist ja GIJ. Also ich brauche da jetzt nur hineinschreiben, GIJ, und bin schon fertig. Und diese Determinante des Metriktensors, das haben wir schon besprochen, was eine Determinante ist. Und zwar eben bevor wir überhaupt mit diesem Parallelotopvolumeninhalt angefangen haben. Jetzt brauchen wir das eben hier. Die kann man sich natürlich auch ausrechnen. Und die kommt also auch dann doch bei mehreren Gelegenheiten vor und die nennen wir einfach mit dem Buchstaben G. Die Determinante des kovarianten Metriktensors, genau gesagt, die Determinante der Matrix der kovarianten Komponenten des Metriktensors. Aber damit man nicht so umständlich redet, sagt man die Determinante des kovarianten Metriktensors. Also entschuldigen Sie diese etwas lässige Ausdrucksweise, aber ohne so eine gewisse Lässigkeit verheddet man sich in weiterer Folge in lauter komplizierten Beschreibungen. Es ist gescheiter, so ein bisschen eine Kurzsprache zu sich anzugewöhnen. Und Sie werden schon sehen, das ist dann schon eindeutig. Und wenn Sie dann gelegentlich einmal das Gefühl haben, jetzt habe ich aber nicht verstanden, was er will, dann machen Sie so und wir werden das genau erklären. Also das wissen Sie ja. Also die Wurzel aus G, und merken Sie sich das auch, G ist die Determinante des kovarianten Metriktensors. Das bleibt auch so. Bis hinein in die allgemeine Relativitätstheorie. Das heißt dort auch so. Und ich kann Ihnen auch jetzt gleich dazu sagen, die Metrik
der vierdimensionalen Raumzeit, die eben durch einen vierdimensionalen Metriktensor GIJ festgelegt ist, die hängt ab von der Energie- und Massendichte an dem jeweiligen Punkt dort. Also ich will nur sagen, Sie, jetzt fangen wir schon an, uns so einzelne Handwerksstücke bereitzulegen, die dann, so wie sie sind, auch bei sehr schönen weiteren Anwendungen benutzt werden können. Also lassen Sie sich nicht abschrecken dadurch, dass das jetzt für Sie alles recht ungewöhnlich ausschaut. Vor allem, weil Sie denken, ich habe doch bisher schon gewusst, was ein Skalarprodukt ist. Jetzt kommt drauf einmal mit sowas daher. Wer braucht das eigentlich? Nicht? Ja, also Sie haben natürlich recht, wenn Sie dann sagen, eigentlich wäre es ja schön, wenn ich jetzt auch verstehen würde, wie das im Zusammenhang steht mit dem, was ich schon aus der Schule kenne. Denn falsch ist es ja auch nicht gewesen. Und es ist jetzt dann wichtig zu sehen, wie hängt es damit zusammen. Da geben Sie mir noch bitte ein paar Minuten, das kommt aber heute noch. Also können Sie mich dann festnageln, wenn es nicht kommt. Ich möchte nur vorher, um den allgemeinen Teil da jetzt einmal zu Ende zu bringen und dann ein Beispiel mit Ihnen durchzugehen, das Ihnen dann helfen soll, die Einfachheit dieser ganzen Geschichte sich auch noch mehr klar zu machen. Es ist nicht wirklich ganz einfach. Ein bisschen Algebra. Mehr ist es ja nicht. Nur dann kommen halt manchmal mehrere solche algebraische Gleichungen und dann muss man halt schauen, dass man die Übersicht nicht verliert. Ja, dazu verwenden wir eben auch ein möglichst ausgeklügeltes System mit Indizes samt Positionierungen und so weiter, damit man das alles fest im Griff behält. Das ist das Entscheidende und das werden wir uns eben gemeinsam erarbeiten. Und jetzt haben wir ja eben von den Komponenten eines Vektors gesprochen. Da sind sie, A1 und A2, die kontravarianten Komponenten dieses rot eingezeichneten Vektors da. Können Sie sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Das kennt man doch, dass man eben so einen Vektor in Bezug auf solche Basisvektoren bestimmen kann. Und wenn es mehr als zwei sind, dann schaut halt der dritte dann da raus, und dann kann man sich ja vorstellen, wie das dann weitergeht. Und jetzt wollen wir aber noch, aber wären Sie bitte nicht ungeduldig. Das ist jetzt einmal zunächst einmal das Letzte, was ich bezüglich Komponenten sagen möchte, die physikalischen Komponenten einführen. Also jetzt hätte man schon geglaubt, das ist schon physikalisch. Aber jetzt ist es also noch anwendungsnäher und daher physikalisch. Wir definieren es also jetzt noch zusätzlich zu diesen Komponenten des Vektors A noch seine, auch einmal Kontravarianten. Kontravarianten. Physikalischen Komponenten eines Vektors A. Und das ist an sich sehr einfach verständlich. Und ich möchte Ihnen das zunächst einmal anschaulich klar machen, damit Sie sich denken, ja, ist eh selbstverständlich, dann schreiben wir es hin. Nämlich, wir haben ja gesagt, dass diese Basisvektoren G1 und G2 und möglicherweise noch ein dritter, dass die erstens nicht aufeinander senkrecht sein brauchen, aber zweitens auch nicht unbedingt beide die Länge 1 haben müssen. Das wollen wir nicht so festsetzen. Das heißt aber dann, wenn da zum Beispiel zweimal G2 steht, das ist ja fast gerade zufällig 2, dann wäre also die zweite Komponente, also wäre 2, zweimal G2 Pfeil. Aber wenn dieser Vektor G2 Pfeil ja gar nicht die Länge 1 haben muss, sondern vielleicht hat der die Länge 2. Und jetzt sage ich zweimal G2. Dann ist die Komponente zwar 2, aber die tatsächliche Länge dieser Parallelprojektion von A in Richtung von G2 ist dann zweimal die Länge von dem, also dann 4. Und das interessiert dann den Physiker. Wenn das zum Beispiel eine Kraft ist, dann ist der Betrag dieses Vektors der Betrag der Kraft in Newton.
Und wenn ich jetzt wissen will, wie groß ist jetzt die Komponente dieser Kraft in Richtung dieses Basisvektors da hier, dann will ich natürlich die tatsächliche Länge dieses Komponentenvektors haben. Und das ist die Komponente nicht. Die Komponente ist nur die Vielfachheit des Basisvektors. Das müssen Sie aber noch multiplizieren mit der Länge des Basisvektors, um dann zur tatsächlichen Länge dieser Parallelprojektion des Vektors in Richtung dieses Basisvektors zu kommen. Und das ist dann wieder in Newton heute die Komponente dieser Kraft in Richtung von G2-Pfeil zum Beispiel. Deswegen nennen wir das die physikalische Komponente. Man muss also, um zu den physikalischen Komponenten zu kommen, die tatsächlichen Komponenten, so wie sie da stehen, dieses Vektors A immer multipliziert mit den entsprechenden Basisvektoren, jeweils noch multiplizieren mit der Länge des entsprechenden Basisvektors, um auf die tatsächlichen Längen dieser Parallelprojektionen des Vektors in Richtung auf die Basisvektoren zu kommen. Das nennt man die physikalischen Komponenten. Und ich kann auch gleich dazu sagen, man rechnet natürlich zwecks der Übersichtlichkeit, wenn es so um Tensorbeziehungen geht, immer mit den richtigen Komponenten, AI und BI und dem Metriktensor, damit man da diese ganzen Beziehungen systematisch anwenden kann, eben zum Beispiel zur Berechnung des Skalarprodukts. Aber am Schluss, wenn es dann darum geht, dass man wirklich wissen will, was da jetzt physikalisch herauskommt und was man dann mit experimentellen Daten vergleichen kann, brauche ich natürlich bei dem Vektor seine tatsächlichen Längen dieser Parallelprojektionen. Das heißt, man muss sozusagen am Schluss das Ergebnis noch übersetzen in eine physikalische Komponente. Und da multipliziert man dann diese Komponenten, die man da hat, halt noch mit der jeweiligen Länge des zugehörigen Basisvektors. Ist Ihnen das zunächst einmal vom Inhaltlichen her verständlich? Wenn nicht, bitte melden. Das ist jetzt alles, nehme ich an, neu für Sie. Sie haben jedes Recht zu sagen, tut mir leid, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sagen wir das nochmal. Na schauen Sie, wenn das aber so ist, und ich traue Ihnen zu, dass Sie sich melden würden, wenn es nicht passen würde, dann kann man das jetzt sehr leicht aufschreiben. Dieses nennen wir es A Stern oben I. Der Stern deutet an, es handelt sich um die physikalischen Komponenten. Das ist also einfach AI, aber jetzt multipliziert mit der Länge des zugehörigen Basisvektors. Deswegen haben wir uns das ja gesagt. Hergeschrieben, nicht? Die Länge des Vektors GI-Pfeil ist Wurzel aus GII. Also schreibe ich mal Wurzel aus GII. Und jetzt muss ich erst recht diese II in Klammern setzen, weil sonst könnte man ja wirklich glauben, dass da über dieses I summiert wird. Da steht das 1 oben und da unten ist es komischerweise doppelt, aber ja, wurscht. Man summiert, ist aber nicht. Man wählt ja hier dieses I. Das heißt jetzt im Klartext, und das schreibe ich nicht mehr hin, weil das ist für Sie jetzt sicher schon zu langweilig, wenn ich das hinschreibe. Was das bedeutet ist, A Stern 1 ist A1 mal Wurzel aus G1, 1. A Stern 2 ist A2 mal Wurzel aus G2, 2 und so weiter. Und diese Wurzel, das ist eben der Betrag des i-ten Basisvektors. Mit dem muss man eben jeweils multiplizieren, die wirklichen Komponenten, um diese Längen der Parallelprojektionen herauszubekommen. So, jetzt kommt ein Beispiel. Ein total einfaches. Ich versuche immer, möglichst einfache Beispiele zu wählen, weil es soll ja nicht unsere Rechenkunst irgendwie bewiesen werden, sondern Sie sollen ja sehen, worum es geht. Dass das nicht hinter irgendwelchen komplizierten Rechnungen am Ende wieder verschüttet wird. Das einfachstmögliche möchte ich heute als Beispiel wählen. Wir nehmen daher ein zweidimensionales Beispiel her.
Erstens, damit wir schön in der Tafelebene schon unser Auslangen finden können. Und zweitens, wenn man nur zwei Dimensionen hat, hat man weniger Komponenten, kann man leichter rechnen. Natürlich, wenn es vierdimensional ist, ist es ein bisschen lästig, nicht? Weil da hat dann der Metriktensor schon 16 Komponenten. Er ist zwar symmetrisch, weil GIJ gleich GJI ist, GI mal GJ ist ja dasselbe wie GJ mal GI. Dass das kommutativ ist, haben wir uns ja schon ganz am Anfang überlegt. Sie sehen, das brauchen wir jetzt alles wieder. Jetzt kommt heraus, weil das Skalarprodukt kommutativ ist, ist der Metriktensor symmetrisch. Dass GIJ gleich GJI ist. Und damit sind weniger unabhängige Komponenten. Wenn sie insgesamt im vierdimensionalen 4x4 16 haben, dann haben sie aber weniger, wenn es symmetrisch ist. Kommt dann schnell drauf, wie viel dann überbleiben? Wie viel? 11? 4x4 ist 16, sind es insgesamt. Und dann, wie viel fallen denn weg? In der Hauptdiagonale sind 4. Und dann haben wir noch 12 auf den Seiten weg von der Hauptdiagonale. Nicht? Weil 4 und 6 ist 10 und 6 ist 16 und 4x4 ist 16. Also kommen noch 6 dazu, sind 4 und 6 ist 10. 10 unabhängige Komponenten. Und die anderen 6 sind dann symmetrisch auf der anderen Seite von dieser Hauptdiagonale. Nicht? War das jetzt unübersichtlich? Ach, das hätte ich jetzt nicht anfangen sollen. Also, wenn ich das jetzt schon gemacht habe, dann skizziere ich das ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist der Metriktensor im Vierdimensionalen. Das ist die Hauptdiagonale. Da steht G1, 1, G2, 2, G3, 3, G4, 4. Und dann gibt's da nebendiagonale Elemente, G1, 2, G1, 3, G1, 4, dann G2, 3, G2, 4 und G3, 4. Und da herüben stehen die mit den umgetauschten. Was da G1, 2 ist, da G2, 1, die sind aber gleich. G1, 3, G3, 1, G1, 4, G4, 1. Das heißt, die da herüben zum Beispiel kann man noch unabhängig wählen, aber die ergeben sich dann. Und da haben sie also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 4 ist 10. Und noch einmal 6 sind dann 16. Und nur 10 von den 16 sind unabhängig wählbar. Die anderen 6 sind durch die Symmetriebedingung schon festgelegt. Haben das alle gut verstanden? Wir kommen über solche Sachen eh noch zu sprechen, aber das ist mir jetzt irgendwie so rausgerutscht. Also so viel zur Symmetrie des Metriktensors. Jetzt waren wir also bei diesem zweidimensionalen Beispiel. Und zweidimensional ist also einfach, weil wir da nur diese zwei Basisvektoren brauchen. Und die legen wir jetzt ganz einfach fest. Und das ist leicht zu machen. Legen wir mal fest, wie lang sie sein sollen. Der Betrag von G1-Pfeil, den legen wir fest als 2. Der Betrag von G2-Pfeil legen wir fest als 3. Kann uns ja niemand daran hindern. Und dann braucht man noch eine weitere Info. Das ist der Winkel zwischen den beiden. Nur irgendeinen vernünftigen Winkel. Also als Winkel der Vektoren G1-Pfeil und G2-Pfeil nehmen wir an, das sei 60 Grad. Nicht ohne Hintergedanken, weil der Kosinus des Winkels von 60 Grad ist gerade 1,5. Damit man halt schön rechnen kann. Warum soll ich einen anderen Winkel nehmen? Da handelt man sich höchstens irgendwelche blöden Wurzeln oder sowas ein. Okay. Also wie schaut das aus? Da zeichnen wir uns so eine Basis einmal auf. Ein bisschen mehr Platz lassen, weil ich dann gleich noch mit Hilfe dessen dann die physikalischen Komponenten eines Vektors erläutern möchte. Also, G1 ist 2 Einheiten, das ist
der erste kovariante Basisvektor, 60 Grad, das wird ungefähr sowas sein. Und der hat drei Einheiten. 1, 2, 3. Das ist der zweite kovariante Basisvektor. Nur da haben wir den Winkel drin. Das sind die 60 Grad. So einfach ist es. Wir haben damit unsere Basis festgelegt. Mehr ist nicht dahinter, nur wenn mehr Dimensionen sind, wird es ein bisschen blöder. Wenn dann der dritte dazu kommt, zu welchen hat der jetzt welchen Winkel und so. Na gut, das ist ein bisschen mehr hin und her, aber das müssen wir uns ja jetzt nicht antun. Es genügt ja jetzt immer mal zweidimensional. Und da wollen wir also, da lassen wir noch ein bisschen Platz eben, weil da möchte ich noch die Zeichnung dann vergrößern im Weiteren, noch was damit Ihnen zeigen, aber rechnen wir einmal die den Metriktensor aus. Also bitte, jetzt rechnen Sie sich Ihren ersten Metriktensor aus. Das ist ja schon was, nicht? Aber Sie werden sehen, das ist so hundsordinär einfach, dass es direkt beschämend ist. Also, ich schreibe das gleich als GIJ eingeklammert auf und meine jetzt hier die ganze Matrix. Also das ist G11, G12, G21, G22. Ich sage gleich dazu, wenn man einen indizierten Ausdruck als ein Ganzer einklammert, dann meint man damit nicht einfach die Komponente IJ, zum Beispiel 2, 3 oder irgendwas, sondern man meint den Ganzen, also alle Komponenten. Diese Klammer GIJ erspart es mir, dieses Ding aufzuschreiben. Vor Ihrem geistigen Auge entsteht dann gleich die Matrix mit all diesen Tensorkomponenten. Und wenn man das eben so aufschreibt, macht man das alles in Klammer. Aber auch zum Beispiel, wenn ich nur herschreiben würde, AI, dann meine ich alle Komponenten des Vektors A. Da denken Sie sich zum Beispiel so eine Spalte, in der steht drin A1, A2, oder A3 noch dazu. Das ist schon wieder wurscht, wie viele Dimensionen. Das sieht man dem gar nicht mehr an, aber es geht für beliebige Dimensionen. Also Klammer AI bedeutet alle AI. Und dementsprechend Klammer von GIJ alle. Das heißt, was da drinnen steht, diese I und J, das sind nur Dummies. Ich könnte zum Beispiel auch GMN schreiben oder GAB oder GXY. Egal, es ist immer das gemeint. Verstehen Sie? Während in einer Beziehung wie hier, muss ich schon genau wissen, oder da, was dieses IJ jetzt wirklich konkret bedeutet. Da können Sie da nicht GAB mal AIBJ schreiben. Das geht nicht. Da müssen ja die Gleichheiten dieser Indizes. Aber wenn es um so eine Darstellung aller dieser Komponenten geht, da zeigen diese zwei Indizes nur an, worum es geht. Allein, dass da zwei drinnen sind, bedeutet, es geht einmal eine 2x2 Matrix. Und dass die unten stehen, bedeutet, es sind kovariante Komponenten des Metriktensors. Dabei haben wir noch gar keine anderen, aber das wird sich ändern. In Kürze wird sich das ändern. Okay, also ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Und jetzt geht es also noch darum, ein bisschen Platz lassen. Dass man die auch ausrechnet. 4, 1, 2, 3, 4, nein, zu wenig Platz. Ich muss für meine Zeichnung noch mehr Platz lassen. Okay. Bis daher. Jetzt rechnen wir sie aus. Also jetzt schauen wir nach, was hier wirklich herauskommt. Einmal das G11. Das ist ja G1-Pfeil mal G1-Pfeil. Das ist 1. Skalar mit G1-Pfeil. Naja, da wissen wir ja,
die Länge eines Vektors ist das Wurzel aus a mal a. Daher ist a mal a die Länge des Vektors zum Quadrat. Also, da steht jetzt g1 mal g1 und dieses g1 mal g1 ist die Länge zum Quadrat. Das heißt, das ist daher gleich Betrag von g1 Pfeil zum Quadrat. Nun, den Betrag von g1 Pfeil haben wir ja gerade definitionsgemäß für unser Beispiel festgelegt. Das ist nur ein Beispiel, nicht, dass Sie jetzt glauben, das G1-Pfeil muss immer die Länge 2 haben. Nur in diesem Beispiel jetzt natürlich. Die Länge ist 2, die Länge zum Quadrat ist daher 4. Und schauen Sie, damit haben wir schon das G1-1. Machen wir gleich G2-2. Das ist G2-Skalar mit G2. Das ist die Länge von G2 zum Quadrat. Und nachdem das G2 die Länge 3 hat, ist das 3 mal 3, also 9. Und jetzt brauchen wir noch ein weiteres, das ist G1,2, das ist ja gleich dasselbe wie G2,1, wegen der Kommutativität. Sie sehen, wegen der Symmetrie des Metriktensors brauchen wir jetzt nicht alle 4, sondern nur 3 auszurechnen. Ja. Großartig, eins erspart. Aber je mehr Dimensionen, desto mehr erspart man sich dann. Das habe ich Ihnen eh vorhin gerade gezeigt. Also G1, 2, was ist das dann? Das ist G1 Skalar mit G2. Und das ist Betrag von G1 mal Betrag von G2 mal Cosinus von 60 Grad. Naja, wir haben gehabt, das Skalarprodukt ist Länge des ersten Vektors mal Länge des zweiten Vektors mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Na, Cosinus von 60 Grad habe ich schon vorsorglich hergeschrieben, ist ein halb. Die Länge von G1 ist 2, von G2 ist 3. 2 mal 3 ist 6, halbe ist 3. Und wir haben ihn, da ist er schon. Wir können ihn schon aufschreiben, den Metriktensor. Der hat also die Komponenten in der Hauptdiagonale steht 4 und 9. Und die Nebendiagonalelemente sind 3. Fertig. Also so kompliziert ist es nicht gewesen. Sie sehen also, bei jeweils vorgegebener Vektorbasis ergibt sich dann zwingend daraus, wegen dieses Zusammenhangs, die Komponenten des Metriktensors durch Berechnung der Skalarprodukte, so wie wir es da gemacht haben, und wir haben ihn schon. Und umgekehrt ist es dann auch so, dass eben dieser Metriktensor, so wie er da steht, eben die jeweils betrachtete Vektorbasis charakterisiert. Weil schauen Sie, jetzt können Sie sich zum Beispiel da sofort die Hauptdiagonale anschauen. Und Sie sehen, da stehen 4 und 9. Und Sie wissen sofort, der erste Basisvektor muss die Länge 2 haben, der zweite muss die Länge 3 haben, weil wir hatten ja da irgendwo, dass der Betrag des Basisvektors, des Iten, gleich der Wurzel aus dem entsprechenden Hauptdiagonalelement ist. Also die Wurzel aus 4 ist der Betrag des ersten, der ist 2, und die Wurzel aus 9 ist 3, ist Betrag des zweiten. Und so, ne, jetzt drehen wir es wieder um, nicht? So haben wir es ja festgelegt, aber jetzt können wir es aus dem dann sofort wieder rücküberlegen. Und andererseits, mit dem Dreier kriegen Sie dann aus dieser Beziehung, wenn Sie es umdrehen, den Winkel zwischen G1 und G2. Also dieser Metriktensor umgekehrt wieder charakterisiert die jeweils gewählte Vektorbasis. Und in vielen praktisch wichtigen Anwendungen schaut man, dass man so schnell wie möglich auf den Metriktensor kommt, dann kann man den Rest dieser Geometrie da dahinter insoweit vergessen, weil der beinhaltet schon alles über die entsprechende Vektorbasis. Und wenn Sie dann eben die Komponenten eines Vektors A und eines Vektors B kennen, die sich auf diese Vektorbasis beziehen, dann können Sie mit diesem einfachen Ausdruck schon das Skalarprodukt bestimmen. Und Sie sind schon fertig. So einfach ist es. Letztlich ist diese Tensorrechnung, alles was Ihnen da so an Schreibweisen und so weiter zeigt, ja nur eine
Bemühung, die Dinge so einfach, klar und übersichtlich wie nur möglich darzustellen, dass sogar solche Dummeln wie die Physiker sozusagen damit gut umgehen können. Und das ist ja was wert. Dieses Werkzeug ist da, um genützt zu werden. Und jetzt nutzen wir es gleich entsprechend aus, nachdem wir das jetzt haben. Zum Beispiel können wir zwischendurch gleich das Volumen des Parallelotops aus den Basisvektoren nehmen. Das wäre also das. Der Flächeninhalt dieser Elementarzelle, die aus den zwei Basisvektoren aufgespannt wird. Und da haben wir ja dieses Parallelotopvolumen ist die Wurzel aus der Determinante des Metriktensors. Also schreiben wir einmal gleich auf. Volumen des, jetzt schreibe ich, na Volumen, schreiben wir Inhalt oder Fläche. Fläche des Parallelogramms. Ja. Das ist die Wurzel aus G, die Wurzel aus der Determinante des Metriktensors. Und das G rechnen wir aus. Die Determinante von der Matrix kriegen wir doch gleich. Das Produkt minus dem Produkt. 4 mal 9 ist 36, minus 3 mal 3 ist 9, 36 weniger 9 ist 27. Das ist 3 mal 3, die Wurzel daher 3 mal Wurzel aus 3. Fertig, haben wir schon. Das wäre dann sowas wie 5,2 oder sowas. Das ist dann die Fläche von dem Parallelogramm. Nur ganz gut zu wissen. Sie sehen also jedenfalls, haben Sie diesen Metriktensor, dann wissen Sie sofort einiges über die Vektorbasis. Sie wissen die Längen der Basisvektoren und aus der ganzen Determinante kriegen Sie einmal den Inhalt des Parallelotops, das von denen allen aufgespannt wird. Naja, also das ist, glaube ich, ganz gut. Naja, und jetzt aber, jetzt wollen wir noch zwei Vektoren betrachten. A und B. Und die betrachten wir gleich dadurch, dass wir also ihre Komponenten vorgeben. Ich schreibe das jetzt Ihnen zuliebe sozusagen, weil ich mir schon bewusst bin, dass Sie erst in das hineinwachsen sollen. Und ich will überhaupt nicht, dass Sie jetzt irgendwie sich denken, der will Sie da nur wichtig machen. Also schreibe ich es einmal klein einfach auf. A-Pfeil ist der eine Vektor, der ist gegeben, also jetzt einmal durch 4 mal G1-Pfeil plus 2 mal G2-Pfeil. Und der Vektor B-Pfeil, den gebe ich auch noch vor, minus G1-Pfeil, das ist nichts Besonderes, warum ich das so mache, ich habe etwas gemacht, plus 2 G2-Pfeil. So sind die beiden definiert, so werden sie beide auf die jeweils gleichen Basisvektoren zurückgeführt. Man kann aber auch schreiben, und das ist dann natürlich viel eleganter im Sinne der Tensorschreibweise. A oben I ist gleich 4, 2. Und B oben I ist gleich minus 1, 2. Sehen Sie, wie praktisch das ist? Und ob Sie das jetzt als Zeile oder als Spalte schreiben, bleibt Ihnen überlassen. Da war es irgendwie gescheiter, weil das geht sich platzmäßig schlechter aus. Aber ansonsten ist ganz wurscht. Sie müssen nur wissen, Kontravariante, erste Komponente ist 4, Kontravariante, zweite Komponente ist 2. Kontravariante, erste Komponente ist minus 1, minus 1 mal G1, plus ist es jedem klar, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Sie haben jetzt zwei Vektoren vorgegeben durch Ihre Kontravariantenkomponenten. Die eine durch 4, 2 und andere durch minus 1, 2. Okay, und wenn Sie das jetzt haben, kann man sofort das Skalarprodukt ausrechnen. Damit Sie jetzt sehen, wie man diese Formeln,
die Ihnen vielleicht zunächst unnötig formal und unübersichtlich vorgekommen sein mögen, wie man die jetzt sofort unmittelbar anwenden kann. Denn jetzt haben wir uns gerade für diese speziell gewählte Vektorbasis den Metriktensor verschafft, der steht schon da. Und außerdem haben wir jetzt die Kontravarianten-Komponenten von zwei Vektoren gewählt, damit diese Komponenten, die zwei Vektoren eindeutig festgelegt in Bezug auf dieses Basisvektorsystem. Ganz klar. Und jetzt kann man dieses Skalarprodukt sofort ausrechnen. Das ist also so, wie es dort steht. Einmal G1, 1, A1, B1. 4 mal 4 mal minus 1. Plus. Und jetzt sehen Sie, es ist gut, dass wir ein zweidimensionales Beispiel gewählt haben. Sonst war das jetzt weitergegangen. Jetzt geht es nicht lang weiter. Als nächstes kommt G1, 2 mal A1, B2. G1, 2 mal A1 mal B2. Plus. Dann kommt G2, 1. A2, B1. G2, 1. Mal A2 mal B1 und plus letztlich G2, 2 A2, B2, 9 mal A2 mal B2 ist gleich, und jetzt schauen wir nach, was da rauskommt. 4 mal 4 ist 16, mal minus 1 ist minus 16. 3 mal 2 ist 6, mal 4 ist 24. 3 mal 2 ist 6, mal minus 1 ist minus 6. 2 mal 2 ist 4, mal 9 ist 36. Und was herauskommt, ist also 24 weniger 16 ist 8, minus 6 ist 2, plus 36 ist 38. Stimmt sogar. Aber jetzt schauen Sie einmal, wenn Sie jetzt nur sich denken würden, Blödsinn, ich mache das so, wie ich es immer schon gemacht habe, A1, B1 plus A2, B2, dann haben Sie A1, B1 plus A2, B2. 4 mal minus 1 ist minus 4, plus 2 mal 2 ist 4, kommt 0 heraus. Die müssen senkrecht aufeinander sein, sind sie aber nicht. Jetzt kommt das heraus als Skalarprodukt. Also man muss dann, wenn man von dieser einfachen Voraussetzung, die nie explizit Ihnen vorher gesagt wurde, also dass die Vektoren alle aufeinander senkrecht und so weiter sein müssen, Länge 1, wenn man davon weggeht, dann muss man auch den Metriktensor richtig berücksichtigen. Und wenn man das tut, ich glaube, das haben Sie jetzt schon gesehen, es ist keine Kunst. Man muss nur aufpassen. Man darf nicht die falsche Komponente dann hinsetzen oder die falsche Komponente des Metriktensors. Das ist klar, auf irgendwas muss man immer aufpassen. Aber dann kann man das durchaus sofort ausrechnen. Und vielleicht noch etwas Zweites, was ich Ihnen jetzt zeigen wollte, und das tue ich jetzt gleich anhand dieser Zeichnung. Den Vektor A, den möchte ich Ihnen jetzt in dieser Zeichnung noch einzeichnen. Der hat die Komponenten 4 und 2, das heißt 4 mal G1, 1, 2, 3, 4 mal G1, 4 mal G1, und jetzt wird es sich da nicht ganz ausgehen. Ja, mal sehen. Und dann plus 2 mal G2. Eins, zwei mal G2. Zwei mal G2. Grot. Na, das werden Sie mir verzeihen, dass wir das gerade nicht erwischt haben. Nicht? Aber jedenfalls hier drinnen, sehen wir entsprechend wieder so ähnlich wie da, gleicher Farbcode. Einen Rot geht, ist ein bisschen schief, ich sehe. Ich habe mich schon ein bisschen vermüht, dass ich da nicht. Ja. Also. So liegt da drinnen dieser Vektor A-Pfeil.
So ist er festgelegt in Bezug auf die Basis G1 und G2. 4 ist die erste kontravariante Komponente, 2 ist die zweite. Und sehen Sie jetzt, die physikalischen Komponenten sind aber die Längen dieser Parallelprojektionen. Und da sieht man dann sofort, die Länge von dieser Parallelprojektion, nachdem die Länge von G1, wo steht's? 2 ist, wie man gesagt, 2 Einheiten. Und das sind jetzt 4 G1, so ist die Länge 8 Einheiten. Und die Länge der anderen Parallelprojektion, 2 mal 3 ist 6. Und so ist dieses 8 dann nichts anderes als das A Stern 1. Und das hier ist das A Stern 2. Und ich glaube, jetzt sehen Sie ganz deutlich und für den Rest Ihrer Tage den Unterschied zwischen der Komponente und der physikalischen Komponente. Die Komponente ist die Zahl, mit der der jeweilige Basisvektor zu multiplizieren ist, damit man eben die entsprechende Komponente des Vektors A erhält. Und dasselbe bei den anderen Basisvektoren. Also der Vektor A hat eben die Komponenten 4, 2. Aber die physikalischen Komponenten 8 und 6. Weil den Physiker interessiert, wenn das eine Geschwindigkeit oder eine Kraft oder irgendwas ist, wie groß ist denn jetzt wirklich der Betrag der Komponente und der Komponente? Der Betrag ist die Komponente mal der Länge des Einheitsvektors, der Länge des Basisvektors, genau das, was ich da hergeschrieben habe. Und damit verstehen Sie jetzt den Unterschied zwischen den Komponenten, den wirklichen Komponenten, sagt man aber nicht dazu, so der wirkliche Hofrat, nicht entweder ist Hofrat oder nicht. Das ist eine zweite Geschichte. Aber jedenfalls, die wirklichen Komponenten, also heute Komponenten, oder die physikalischen Komponenten, wenn es also dann wirklich um die Länge der entsprechenden Komponenten geht. Das wollte ich Ihnen also hier noch zeigen. Bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, dass wenn ich jetzt A als eine reale Kraft zum Beispiel habe und dann G1 als eine Basis, dann hängt die Komponente davon ab, wie der andere Basisvektor dazu steht. Richtig. Aber der reale, die physikalische Komponente hängt davon dann aber nicht ab, oder? Naja, es geht darum, dass man jeweils Parallelkomponenten betrachtet. Und wenn ich sage, Parallelkomponente dieses Vektors auf diese Richtung, muss ich auch sagen, parallel wozu? Parallel zur anderen Komponente. Das heißt, es kommt dann darauf an, und das ist eben dann die Frage der konkreten physikalischen Fragestellung, wie wähle ich am geschicktesten mein Basisvektorsystem, dass es den Anforderungen meines jeweiligen Beispiels, meiner Aufgabe besonders gerecht wird. Wenn Sie also zum Beispiel eine schiefe Ebene betrachten und Sie wollen jetzt wissen, wie groß ist die Schwerkraft und was ist jetzt die Komponente in Richtung der schiefen Ebene und normal dazu, dann werden Sie als ein Basisvektorsystem vielleicht eines wählen, wo ein Basisvektor in der schiefen Ebene liegt und einer senkrecht zur schiefen Ebene. Oder Sie wählen, wenn Sie wollen, auch eines in der schiefen Ebene und der zweite senkrecht parallel zur Schwerkraft. Und dann kriegen Sie die entsprechenden Parallelkomponenten der Kraft zum Beispiel parallel zu den entsprechenden Komponenten heraus, zu den entsprechenden Basisvektoren. Das ist dann jeweils die Kunst des Physikers, dass er für das jeweils vorliegende Problem sich die geschickteste Vektorbasis aussucht. Wenn die Dinge dann komplizierter liegen, als was wir da machen, dann ist es sogar oft entscheidend und nur durch günstige Wahl einer Vektorbasis oder dann in weiterer Folge also eines Koordinatensystems, ist dann überhaupt ein Problem sinnvoll lösbar und wird ansonsten
unerhört kompliziert. Und erst durch Wahl eines gut angepassten Basisvektorsystems bzw. Koordinatensystems kriegt man auf einmal die essentiellen Dinge schnell heraus und damit wird die Sache übersichtlich. Ist das genug Antwort? Okay. Wollte sonst in dem Beispiel noch was? Glaube nicht. Aber es ist natürlich sehr gut, wenn Sie sich beispielsweise jetzt, das mache ich jetzt nicht mehr, aber Sie können das sofort machen, dass Sie sich jetzt anhand dessen auch die Länge eines solchen Vektors A und auch des Vektors B ausrechnen. Sie haben ja jetzt die Komponenten, die Kontravarianten von A und B und Sie haben den kovarianten Metriktensor. Das heißt, Sie haben alles, was Sie brauchen, um die Länge von A und die Länge von B zu bestimmen. Wenn Ihnen also gerade Fahrt ist und Sie 5 Minuten Zeit haben, dann setzen Sie sich hin und rechnen Sie das aus. Dann haben Sie irgendwie das Gefühl, das kann ich jetzt auch selbst. Das ist viel, glauben Sie mir das. Erst was man selber gemacht hat, hat man sich dann verinnerlicht. Okay, also das ist das eine Beispiel. Bevor wir dann noch zu einem weiteren Beispiel kommen, möchte ich jetzt, wie schon angedeutet, den Zusammenhang mit Ihrem bisher vorhandenen Schulwissen herstellen. Und dazu braucht es jetzt eine besondere Annahme. Und dann kommt aus dem allen, was wir da aufgeschrieben haben, auf einmal wieder alles so heraus, wie Sie es schon kennen. Das ist immer sehr angenehm. Denn dann hat man das Gefühl, jetzt weiß ich, woher das kommt. Ich weiß, dass das, was ich bisher gemacht habe, auch nicht ganz falsch ist. Und ich weiß, was ich jetzt besser kann als vorher. Und dazu führen wir den Begriff der orthonormierten Basis ein. Vektorbasis. Das ist jetzt eine sehr spezialisierte Vektorbasis. Das ist jetzt wirklich die, wo die drei Basisvektoren G1, G2 und G3 alle paarweise aufeinander senkrecht stehen und alle die Länge 1 haben. Also der Finger ist ein bisschen kürzer als der. Aber wenn Sie von diesen Kleinigkeiten absehen, dann haben die jetzt alle die Länge 1. Und ein derartiges Basisvektorsystem nennt man ein Ortho, weil es normal ist, also weil es aufeinander normal stehen und normiert, weil sie alle auf 1 normiert sind. Ortho, normiert. Das ist im Englischen gescheiter. Bei uns sagt man, zwei stehen normal aufeinander. Und dann muss man noch sagen, normiert sind sie außerhalb. Außerdem noch. Das ist ein bisschen normal und normiert. Im Englischen ist es orthogonal für senkrecht aufeinander. Und das andere ist dann norm. Normal. Orthonormal. Orthonormiert ist eigentlich ein Anglismus, den man so ins Deutsche ein bisschen übersetzt hat. Oder übernommen hat. Na gut, ist ja nicht so tragisch. Also das ist gleichbedeutend mit dem, was Sie als kartesisches Koordinatensystem vielleicht einmal kennengelernt haben. X, Y, Z oder X1, X2, X3, wo eh klar alle Koordinatenachsen aufeinander senkrecht stehen. So und nicht anders macht man es halt. Aber das ist eben nur eine spezielle Annahme, ein Spezialfall. Also, wir nehmen jetzt an, alle Basisvektoren sind paarweise senkrecht aufeinander und die haben alle die Länge 1. Das heißt also, GI-Pfeil skalar mit GJ-Pfeil ist gleich 1, falls I gleich J und 0, sonst, also kann ja schreiben in dem Fall, falls I ungleich J ist. Naja, und das bedeutet jetzt, dass das einer Einheitsmatrix entspricht, wenn Sie sich diese GIJ vorstellen, 1, 0 oder 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Und das schreibt man oft auch mit dem Kronecker-Symbol, Delta IJ.
Und ich schreibe also jetzt auf, dIj ist gleich Delta Ij ist gleich 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 in drei Dimensionen und in mehr Dimensionen können Sie sich sehr gut vorstellen. Da rennt es halt dann noch ein Stück weiter, diese Hauptdiagonale und sonst lauter Nullen. Also das Delta Ij ist, na, bleib stehen, das Kronecker Symbol, wird oft auch als Kronecker Delta bezeichnet. Diese orthonormierte Basis, die diese Eigenschaft erfüllt, dass also der Metriktensor sozusagen degeneriert zur Einheitsmatrix. Ich meine, das darf er ja auch sein, aber es ist halt doch was Spezielles. Nicht? Diese Basis nennt man dann die orthonormierte Basis EI-Pfeil, weil es halt lauter Einheitsvektoren sind. Naja, und da, mit dieser Basis, kann man jetzt natürlich verschiedene Sachen wunderbar ausrechnen. Damit, und jetzt werden Sie gleich beruhigt feststellen, die Welt ist noch in Ordnung. Weil jetzt können wir also zum Beispiel das Skalarprodukt A mit B ausrechnen. Da haben wir doch gehabt, GIJ, AI, BJ. Jetzt aber haben wir gesagt, die GIJ sind Delta IJ. Das heißt, nur wenn I gleich J ist, steht der Ansatz da, sonst ist alles Null. Und damit wird es natürlich viel einfacher. Jetzt können wir das alles im Kopf durchgehen. G1, 1, A1, B1. G1, 1 mal A1, B1. Plus G1, 2, A1, B2. Plus G1, 3, A1, B3. Plus G2, 1, A2, B2. Alles 0. Jetzt erst kommt wieder was. Plus G2, 2, A2, B2. A2, 3, A3, G2, 3 und G3, 1, G2, G3, 1, G3, 2 und G3, 3 ist wieder 1, A3, B3. Fertig. Von den 9 Summanden im Dreidimensionalen bleiben jetzt nur mehr 3 über, entsprechend den 3 Hauptdiagonalelementen und die Koeffizienten, da sind alle 1. Und damit haben Sie das, was Sie aus der Schule kennen. Das stimmt also, aber nur, wenn Sie speziell als Vektorbasis die orthonormierte Vektorbasis verwenden. Und noch eine zweite Sache, die man heute also eben aus der Schule gut kennt, ist der Betrag eines Vektors A. Den haben wir ja auch da oben aufgeschrieben. Das ist also die Wurzel aus G, I, J, A, I, B, J, A, I, A, J. A, I, A, J. Und das wollen wir jetzt auch durchführen. Da haben wir es natürlich, wie vorhin, im Dreidimensionalen. Weil wozu soll man mit Punkte, Punkte bis N, das ist so schleppend. Wir sind ja in keiner Mathematikvorlesung, sondern physikrelevant. Und ich gehe davon aus, dass Sie dann sofort erkennen, dass sich das alles auch auf weitere Dimensionen erweitern lässt. Also. Wurzel aus. G1, 1, A1, A1. G1, 1 ist A, ist 1, mal A1, mal A1, ist A1 Quadrat. Plus G1, 2, A1, A2, 0. G1, 3, 0. G2, 1, 0. G2, 2, ist wieder 1. G2, 2, A2, A2. Einmal A2 zum Quadrat. Dann haben wir da das G2, 3, G3, 1, G3, 2. Erst G3, 3 ist wieder was? Das ist wieder 1 mal A3, A3. Plus A3 zum Quadrat. Und Sie sehen, auch das ist Ihnen nicht neu.
die Wurzel, das ist die Länge eines Vektors, ist die Wurzel aus den, der Summe der Quadrate der Komponenten. Jetzt sehen Sie, woher das kommt. Das ist auch wieder ganz einfach. Alles geht aus diesen ganz einfachen Sachen da oben. Ich möchte Ihnen ja zeigen, dass es sich lohnt, dass man sich das klar macht. Weil dann sehen Sie sofort den ganzen Überblick. Für den Fall der orthonormierten Basis kommt das wieder da heraus. Und es gibt dann natürlich weitere Dinge. Sie können sich dann noch anschauen, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren ausrechnet. Und natürlich auch besonders wichtig, für den Fall der orthonormierten Vektorbasis haben ja die Basisvektoren alle die Länge 1. Das heißt, in dem Fall sind die Komponenten auch gleich den physikalischen Komponenten. Weil ja die Basisvektoren selber schon die Länge 1 haben. Wenn Sie da jetzt eine Komponente von 4 haben und der Basisvektor hat die Länge 1, dann ist 4 mal G1 ist eben, hat die Länge 4. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie sich nur auf die orthonormierten Basen beschränken würden immer, dann brauchen Sie diesen etwas subtileren Unterschied zwischen Komponenten und physikalischen Komponenten nicht weiter zu berücksichtigen. Aber ich kann Ihnen schon sagen, damit Sie ein bisschen mehr Gefühl dafür haben, warum es schon wichtig ist, diese Allgemeinheit aufrechtzuerhalten. Wenn man Polarkoordinaten in der Ebene oder Kugelkoordinaten etwa im Raum oder Zylinderkoordinaten verwendet zur Beschreibung von physikalischen Problemen, dann hört er sie auf mit den Basisvektoren mit der Länge 1. Man hat zwar diese Koordinatensysteme, die ich jetzt erwähnt habe, schon noch so geschickt gemacht, dass die Basisvektoren wenigstens Gott sei Dank alle senkrecht aufeinander stehen. Also nach wie vor hat der Metriktensor nur hauptdiagonale Elemente. Aber dort stehen nicht nur Einser. Die Längen der Basisvektoren sind dann nicht alle 1. Und deswegen muss man genau darauf aufpassen. Und jetzt werden Sie natürlich denken, ja, dann werde ich heute in meinem Leben nie Kugelkoordinaten verwenden. Aber wann immer Sie ein kugelsymmetrisches Problem vor sich haben, das kann sein, die Sonne, die vom Planeten umkreist wird. Weil die Sonne steht im Zentrum und kugelsymmetrisch ist die Wechselwirkungskraft von dort ausgehend. Oder eine elektrische Punktladung und ihre Umgebung. Das schreit einfach nach Kugelkoordinaten. Das ist nicht sinnvoll, anders als so auszurechnen. Und dann brauchen Sie diese Geschichte schon. Deswegen ist es schon wichtig, sich das jetzt von Anfang an klar zu machen. Das ist nicht nur ein krampfhaftes Bemühen nach möglichster Allgemeinheit, sondern diese Allgemeinheit wird Ihnen auch sehr zugutekommen. Also das möchte ich an der Stelle gleich erwähnen, dass es dafür eine Reihe von wirklich wichtigen Anwendungsfällen gibt. Und soweit ich kann, werde ich also auch bemühen, Ihnen so ab und an derartige physikalische Anwendungsfälle zu zeigen. Aber nur soweit halt die Zeit reicht. Übrigens, das kann ich jetzt schon sagen, auch im Zusammenhang mit der Videoaufzeichnung habe ich mich breitschlagen lassen, in diesem Studienjahr auch wieder den zweiten Teil dieser Vektor- und Tensorrechnung zu halten. Das heißt, im Sommersemester werden Sie dann auch einiges von dem Formalismus noch mehr schätzen lernen können, wenn wir wirklich krummlinige Koordinaten, Riemannsche Räume und derartige Dinge verwenden, weil Sie werden sehen, dass das ein wirklich sehr mächtiges Tool ist. Und wenn man einmal durch das erste Semester da durchgestiegen ist, dann, Sie werden sehen, es ist schon noch was Zusätzliches, aber es ist, wenn man es einmal hat und sich vor den Indizes einmal nicht mehr fürchtet, dann ist alles andere nicht so kompliziert. Also das wird im Sommer fortgesetzt und das, was ich jetzt von Kugelkoordinaten so erzählt habe, das werde ich auch im Sommersemester so weit realisieren können, dass Sie auch wirklich sehen, was Sie damit anfangen können. Und nicht nur die Fraktion unter Ihnen, die sich vornimmt, allgemeine Relativitätsmechanik zu betreiben. Für die ist es sowieso ein Muss. Aber auch in anderen Zusammenhängen ist es wirklich praktisch. Und letzten Endes die Geometrie auf der Oberfläche der Erde mit geografischer Länge und geografischer Breite ist schon ein typisches Beispiel einer Anwendung,
dieses ganzen Formalismus auf eine krumme, auf eine gekrümmte zweidimensionale Mannigfaltigkeit, ein gekrümmter Riemannscher Raum. Hört sich unerhört toll an, ist aber nichts anderes als geografische Länge und geografische Breite. Aber wenn man das also alles dann systematisch verwenden möchte, braucht man das alles. Sie werden es sehen. Okay, aber jetzt möchte ich da noch weitergehen und noch ein zweites Beispiel mit Ihnen durchgehen. Das geht sich heute gerade noch gut aus. Noch ein Beispiel, damit man mir nicht vorwerfen kann, der macht ja überhaupt keine Beispiele. Also jetzt einmal Beispiele, damit Sie eben sehen, was man alles machen kann. Jetzt, wo wir wissen, was eine orthonormierte Vektorbasis ist, geben wir gleich eine orthonormierte Basis an. Das sind die EI-Pfeile. Und außerdem geben wir eine zweite Basis, eine schiefwinkelige Basis. Die ist also orthonormiert. Deswegen heißt es IE, da denken Sie immer an meine Hand da, nicht? Orthonormierte Vektorbasis. Und dann geben wir eine schiefwinkelige an mit G1-Pfeil und den nennen wir jetzt quer. Das ist sozusagen die andere. Das ist die eine und das ist die andere. Und damit gebe ich dem außerdem noch einen Querstrich. Das G1 quer, das ist definiert als E1-Pfeil. Also da hat sie noch nichts da, aber G2-Pfeil quer, das ist dann E1 plus E2, E1-Pfeil plus E2-Pfeil und G3-Pfeil quer ist E1 plus E2 plus E3. So geben wir also neben dieser orthonormierten Basis auch eine schiefwinkelige Basis an. Und auch das möchte ich Ihnen, damit es ein bisschen anschaulich ist, auch aufzeichnen. Das, weil es so einfach ist, kann man das relativ leicht aufzeichnen. Da haben wir also zum Beispiel da E1-Pfeil und dann da hinten E2-Pfeil und dann nach oben E3-Pfeil. Also E1, E2, E3. Ja, kann man sich doch vorstellen. Und jetzt die schiefwinkelige G1-Pfeil quer ist E1. Das ist wieder die, da ändert sich nichts. Aber G2 quer ist E1 plus E2. E1 plus E2, das liegt so. Das ist G2-Pfeil quer, das ist dasselbe wie G1-Pfeil quer. Und G3 ist E1 plus E2 plus E3. Das ist so. G3-Pfeil quer. Das ist also so zusammengekatscht ein bisschen. Das ist die Flächendiagonale von diesem Quadrat. Und das ist die Raumdiagonale des von E1 und E2 und E3 aufgespannten Würfels. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Also das ist eine Würfelkante, das ist eine Würfelflächendiagonale und das ist die Würfelraumdiagonale. Ist ein Beispiel. Kann natürlich auch ganz was anderes sein. Und dieses Beispiel hoffe ich also auch noch in aller Geschwindigkeit zu Ende zu bringen. Denn wir wollen uns jetzt für diese Vektorbasis den Metriktensor ausrechnen. Das GIB quer. Also der Metriktensor ist ja, so wie wir es da haben, die Komponenten gleich den Skalarprodukten der Basisvektoren. Jetzt habe ich es, glaube ich, schon fünfmal gesagt. Ich werde es noch oft sagen. Also einmal G1,1 ist G1 mal G1 ist E1 mal E1 ist 1.
Dann haben wir G1, 2. Wir werden jetzt die Symmetrie auch berücksichtigen, dass wir nicht alles doppelt rechnen müssen. G1, 2 ist G1 mal G2. Also, das schreibe ich als Nebenrechnung da unten hin. G1 Pfeil quer mal G2 Pfeil quer. Das ist E1 mal E1 plus E2. Na, da rechnen wir mal rein. E1 mal 1 ist E1, ist 1. E1 mal E2 ist 0, weil die aufeinander senkrecht stehen. Nicht? Wenn zwei Vektoren aufeinander senkrecht stehen, ist das Skalarprodukt der 0. Deswegen sind ja bei der Matrix da alle anderen rundum 0. Weil wenn man E1 mit E2 oder E1 mit E3 Skalar umschreibt, das kommt ja 0 raus. Also bleibt da stehen 1. E1 mal 1 ist 1 plus E1 mal 2 ist 0. 1. G1 mal G3, das ist dann G1, 3, ist also E1 mal, das G3 ist E1 plus E2 plus E3. Und was kommt da raus? E1, E1 ist 1, E1, E2 ist 0, E1, E3 ist 0, wieder 1. Und jetzt geht das so dahin. Der Ansatz kommt daher, der kommt daher. Jetzt brauchen wir noch G2, G3. Das ersparen Sie mir im Sinne der Zeitersparnis. Ich will zu einem End kommen da. Das können Sie genauso ausrechnen. Und da kommt dann am Schluss unten heraus 1, 2, 3. Der 2 steht da. Ja, und da natürlich das G2, 2 ist G2 mal G2. Das schreibe ich noch hin. G2, 2 ist G2 Pfeil quer mal G2 Pfeil quer. Und das ist also E1 plus E2 mal E1 plus E2. E1 plus E2 mal E1 plus E2. Und jetzt verwendet man diese ganzen Distributivgesetze, die wir in der ersten Stunde und in der zweiten Stunde uns angeschaut haben und haben es also. Also da kommt wieder 1 raus. Und da haben wir E1 mal E1 ist 1, E1 mal E2 ist 0, E2 mal E1 ist 0, E2 mal E2 ist 1. Ist 1 plus 1, ist also 2. 1, 1, 1, 1, 2, 2 und 1, 2, 3. Und wir haben schon den Metriktensor von dieser rot eingezeichneten Vektorbasis. Und der Metriktensor von der weißen orthonormierten, das ist sowieso, so wie ich es da aufgeschrieben habe, die Einheitsmatrix. Das ist ja die Definition der orthonormierten Vektorbasis. Jetzt haben wir zwei Metriktensoren, bitte. Und jetzt möchte ich Ihnen gleich mit dem Hinweis, dass Sie vielleicht damit ein bisschen was auch selbstständig rechnen können, werde ich aber nicht kontrollieren. Wir sind ja nicht in der Schule. Wenn Sie es machen, ist es für Sie gut und wenn nicht, haben Sie halt keine Zeit gehabt. Das ist auch einzusehen. Geben wir zwei Vektoren an. A-Pfeil ist gleich G2-Pfeil quer plus G3-Pfeil quer. B-Pfeil ist gleich minus 5 G2 Pfeil quer und plus 4 G3 Pfeil quer. Ist nur ein Beispiel. Also der A-Pfeil ist 1 mal G2 plus 1 mal G3. Der B-Pfeil ist minus 5 mal G2 plus 4 mal G3. In Richtung von G1 haben die da einfach keine Komponenten. Jetzt kann man das umschreiben, indem man diese G2 und G3 von hier dort einsetzt. Ich mache das einmal explizit. Das G2 quer ist E1 plus E2.
plus G3, das ist E1, E2, E3, plus E1 plus E2 plus E3. Also das ist das G2 und das ist das G3 quer. Und wenn Sie jetzt zusammenrechnen, haben Sie 2E1 plus 2E2 plus E3. Also eng. Und dasselbe kann man hier machen und da kommt dann heraus, minus E1, bitte nachrechnen. Minus E1 minus E2 plus 4E3. So, und alles, was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, der Rest bitte machen Sie selbst als Übungsaufgabe. Sie können sich jetzt, wo Sie sowohl für die orthonormierte Basis den Matrix-Tensor haben, als auch für diese schiefwinkelige, den Matrix-Tensor, können Sie sich alles Mögliche ausrechnen. Wenn Sie nur die Komponenten der Vektoren kennen, schauen Sie, beim Vektor A, da können wir hier einmal ablesen, die orthonormierten Komponenten. 2, 2, 1. A oben I ist gleich 2, 2, 1. Und beim B-Vektor haben Sie auch minus 1, minus 1, 4. Verstehen Sie? 2 mal erster Basisvektor plus 2 mal zweiter Basisvektor plus 1 mal dritter in der orthonormierten Basis. Und da entsprechend minus 1 mal der erste, minus 1 mal der zweite plus 4 mal E3. Aber dieselben, nicht nur die gleichen, dieselben Vektoren A und B kann man ja auch in Bezug auf diese schiefwinkelige Basis, die da hier, diese rote da, aufschreiben. Und da sehen Sie, dieser Vektor A hat die Komponenten AI quer, die sich auf diese gequerte Basis beziehen, von 0 mal G1 plus 1 mal G2 quer plus 1 mal G3 quer. Und BI quer ist gleich, da haben Sie jetzt 0 mal G1, zufällig in dem Beispiel beides 0, minus 5 mal G2 quer, minus 5 und 4 mal G3. Und was Sie jetzt sehen ist, Sie haben für den Vektor A sowohl ungequerte Komponenten als auch gequerte. Und die schauen ganz anders aus. Es ist aber dasselbe Vektor A, der einmal auf dieses weiße orthonormierte Basisvektorsystem bezogen ist und einmal auf dieses rote schiefwinkelige. Da kann ich jetzt einen bestimmten Vektor einzeichnen, den ich entweder auf das eine oder auf das andere beziehe. Und der hat dann entsprechend ganz unterschiedliche Komponenten, obwohl es derselbe Vektor ist. Sie können also schon erkennen, wenn Sie von einem auf ein anderes, vom Weißen auf das Rote zum Beispiel, transformieren, dann werden bei dem Vektor die Komponenten nicht die gleichen bleiben. Die müssen sich ändern. Und zu einer bestimmten Weise. Und daran sehen Sie schon die wesentliche Grundeigenschaft eines Tensors, dass diese Transformation richtig erfolgt. Denn es muss ja nachher stimmen. Auch wenn Sie von den weißen auf die rote Basis überwechseln, wenn das zum Beispiel die Schwerkraft ist, damit dargestellt werden soll, die muss nach wie vor nach unten schauen und nach wie vor einen gewissen Betrag haben. Das darf sich ja nicht ändern. Egal, was für eine Vektorbasis ich anwende. Wenn ich also auf eine andere Basis übergehe,
ändern sich im Allgemeinen diese Komponenten, aber richtig, sie variieren. Und nachdem das kontravariante Komponenten sind, in bestimmter Kontraartenweise. Das kommt noch. Aber was ich Ihnen jetzt mitgeben möchte, ist, schauen Sie mal, Sie haben jetzt ein ganzes Arsenal von Dingen. Sie haben die ungequerten Metriktensoren, die kehren zur orthonormierten Basis. Das ist diese Einheitsmatrix. Zu dieser schiefwinkeligen haben Sie diesen Metriktensor mit den gequerten Komponenten. Und dann haben Sie die ungequerten Komponenten von zwei Vektoren und gequerten. Sie können zum Beispiel jetzt hergehen und sich die Länge eines Vektors, Wurzel aus GIJ, AIAJ, in dem einen Basisvektorsystem und in den anderen Basisvektorsystem ausrechnen. Mit den unterschiedlichen GIJ und den entsprechend anderen AI. Und Sie werden sehen, wenn Sie sie nicht verrechnet haben, wollte man doch hoffen, nicht? Muss dieselbe Länge herauskommen. Wäre lächerlich, wenn es das nicht wäre. Da könnte man schön Kraft sparen, indem man auf dasjenige System transformiert, wo die Kraft am kürzesten ist. Nicht? Aber das geht eben nicht, nicht. Und so ähnlich ist es auch mit dem Skalarprodukt. Wenn Sie A mal B das Skalarprodukt ausrechnen, mit der Formel, A mal B ist G, I, A, I, B, J, das können Sie mit den ungequerten und mit den gequerten machen. Es muss Ihnen dasselbe herauskommen. Also das sind Sachen, die ich Ihnen ans Herz lege, dass Sie durchführen, damit Sie sich etwas Übung mit diesen Dingen verschaffen. Sie sehen also jetzt, mit kovarianten Basisvektoren und mit kontravarianten Komponenten, die in der Weise zusammenhängen, wie wir es da oben haben, der Vektor A-Pfeil ist A oben, I, G unten, I-Pfeil, mit denen können Sie schon ganz gut ausrechnen. Aber es zahlt sich aus, auch nächste Woche wiederzukommen, weil da werde ich Ihnen zeigen, dass es auch kontravariante Basisvektoren und dazu zugehörige kovariante Komponenten gibt. Jetzt kommen wieder ein paar Puzzlesteine dazu. Erstens werde ich Ihnen erklären, wie das definiert ist. Und zweitens, wie man in sehr einfacher Weise die einen in die anderen umrechnen kann. Wenn Sie das einmal in der Hand haben, haben Sie schon ganz schön viel von der Tensorrechnung mitgekriegt. Sie wissen aber immer noch nicht, was Tensoren eigentlich sind. Das kommt dann anschließend. Vielen Dank für heute.